wieder, eure Annehilde, heute wieder mit einer netten adventlichen Idee auf einem Brett mit vier Kerzen und natürlich jede Menge Hölzer und Gestrüpp, was mittlerweile ja schon mein Markenzeichen ist. Und ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, damit es natürlich alles nicht so lange dauert. Aber was möchte ich überhaupt euch heute zeigen? Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr auf einem ganz simplen Brett, ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, ein Tablett oder ihr nehmt richtig feste, stabile Pappe, das habe ich auch schon mal gemacht, könnt ihr auch doppelt legen und die zusammenkleben und auch darauf zum Beispiel dieses Mosi, so wie ich das hier gemacht habe, einfach so der Reihe nach draufgeklebt habe. Aber das Mosi sollte nicht zu hoch sein und auch nicht zu dick sein, weil umso mehr Fläche ihr nachher habt, umso mehr müsst ihr nachher ausstecken. Und das sieht dann auch manchmal ganz gleich ausgestopft aus, also so richtig reingestopft, weil man dann versucht wirklich jede Fläche zu umhüllen, um dass man nicht das Mosi sehen kann halt. So, dann habe ich jetzt einfach schon mal gedacht, ich wickele da einfach schon mal das Plattenmoos drumherum. Ich stecke das einfach mit Patenthaften. Man könnte es auch natürlich mit Draht umwickeln, aber dann wird es natürlich meistens immer so ein ganz bisschen wackelig und ich finde, auf dem Tisch ist das manchmal immer so ein bisschen doof. So, ich werde jetzt einfach mal das Moos weiter drumherum legen. So, bin wieder mal kurz verschwunden, aber ihr kennt das ja schon von mir, dass ich immer hier unten meinen ganzen Fundus habe, wo ich mit arbeite, meine ganzen Zweige rund um mich rumliegen hier. So, schau mal, das Moos wird jetzt einfach hier so drumherum gesteckt oder wie gesagt, ihr wickelt das, wie ihr mögt. So, und somit haben wir das ganze Hartmosi schon umwickelt und abgedeckt, man sieht da gar nicht mehr viel von. Und mit dem Patenthaften reicht das auch schon. Man braucht da gar nicht so viel reinstecken, weil das, was wir gleich hier drumherum arbeiten werden, gibt schon genug Halt. So, das packen wir erstmal wieder dahin. So, jetzt geht es ja los mit meinen geliebten Zweigen. Und da habe ich mir einfach bei mir zu Hause in meinem kleinen Wald ein paar Zweige gesucht. Das ging auch recht schnell. Und die lege ich jetzt einfach hier so drumherum. Schau erstmal, welche Länge ich da haben möchte. Und ich glaube, ich muss hier ein bisschen Platz machen, damit ihr auch ein bisschen sehen könnt. So, ich lege jetzt einfach so der Länge nach hier rein. So, schauen wir einfach mal, wie viele Zweige es werden. Hier ist es nichts mehr, aber ich habe ja hier unten, schaut mal her, ohne Ende Zweige. So, da können es natürlich auch mal solche Zweige sein, die so ein bisschen wild sind oder so wie hier. Die lege ich jetzt erstmal drum herum. So. Da können wir gleich natürlich noch mehr dran packen. Es geht nur darum, dass wir die Seitenansicht so richtig schön mit Zweigen verdecken können. Jetzt könnt ihr das natürlich auch nochmal wieder mit Wickeldraht umwickeln, aber ich möchte das lieber mit Steckdraht feststecken. Ihr seht, einfach so drumherum. Und da solltet ihr darauf achten, dass ihr dann auch wirklich nicht dieses grüne, feine Steckdraht nehmt. Ruhig dieses etwas dickere, dieses geglühte, sagen wir auch immer. Das ist also nicht grün ummantelt. Und das hält auch besser. Das ist meistens immer viel stärker und hat dann natürlich auch viel mehr Halt für etwas schwerere Sachen. Jetzt machen wir es einmal so rundherum. So, und wenn euch die Seiten, ne, wie ich das jetzt hier habe, viel zu lang sind und ihr sagt, Mensch, ne, so einen langen Tisch habe ich gar nicht, könnt ihr das natürlich auch alles ein bisschen kürzen. Oder ihr arbeitet das generell ein bisschen kleiner, kürzer. Muss ja auch dann nicht mit vier Kerzen sein. Ihr könnt es dann ja auch einfach nur mit zwei Kerzen oder einer Kerze machen. Oder vielleicht sogar im Windlicht. So, das habe ich jetzt schon mal fest. Das ist nochmal wieder von meinem Bodendecker. Auch das werde ich jetzt hier einfach so ein bisschen feststecken. Einfach ein bisschen mit Draht fest. Guckt, da kommt jetzt auf der anderen Seite schon wieder raus. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen und dann nochmal wieder so ein bisschen schräg daneben stellen. So, die Vorarbeit ist immer das meiste und es dauert auch meistens immer am längsten. So, jetzt habe ich hier nochmal, jetzt muss ich glaube ich hier mal meine Schere gleich in Einsatz bringen. Das geht schon. Okay, hier die wilde Wicke. Auch die kennt ihr schon von meinen letzten Videos, ne? Der Schreck jedes Gartenliebhabers.
und für jeden kreativen Menschen ein Geschenk. Also ich finde es immer total klasse. Aber ich gebe schon zu, im Sommer ärgere ich mich manchmal schon darüber, weil bei uns das mittlerweile auch schon richtig Oberhand nimmt. So, das liegt ja auch einfach so von einer Seite, so wie hier, mal einfach so ein bisschen verschlängelt schräg darüber. Lasst es hier oben wieder rauskommen und auch da könnt ihr das dann einfach mit einem Steckdraht feststellen. Ja, geht wohl nichts, aber doch, es klappt doch. Okay, so, jetzt seht ihr ja, jetzt habe ich hier diesen zwei zum Beispiel noch über. Den stecke ich jetzt einfach von hinten in das Hartmodi rein. Sofern man das auch so lang haben möchte. Hier habe ich auch einen zweiten, den der schon ein bisschen zu groß ist. Den schneide ich noch ein bisschen ab. So, das ist mir ein bisschen zu lang. Die wilde Wicke wird ein bisschen eingekürzt. Aber wer gedacht hat, dass ich diese Zweige wegschmeiße, nein, das mache ich natürlich nicht. Die hakel ich hier einfach nochmal irgendwo dazwischen oder stecke sie hier so ein bisschen in das Mosi rein. So, jetzt fangen wir an mit Grün zu verarbeiten. Da habe ich auch so ein paar lange Ranken, wie zum Beispiel jetzt hier von dem blauen Wacholder. Auch den lege ich einfach nur an, den stecke ich gar nicht rein, weil es ist auch gar nicht wichtig, dass er jetzt reingesteckt wird, weil Wasserversorgung ist jetzt ja sowieso nicht mehr. Und dann solltet ihr auf jeden Fall Grünsorten aussuchen, die auch schön wegtrocknen und nicht anschließend anfangen, dass sie zum Rieseln und Nadeln auf dem Tisch, das finde ich eigentlich nicht so schön. So, hier habe ich dann auch nochmal die Seidenkiefer, auch die hat so richtig schönen Schwung immer und die finde ich auch super klasse zum Verarbeiten. Die können wir dann hier hinten noch so ein bisschen rausstecken. Was haben wir hier noch? Das ist gar nichts mehr. Hier habe ich auch noch Eukalyptus. Das kriegt ihr überall bei euch in den Gartenzentren oder in den Blumenläden. Fragt da einfach mal nach. Da könnt ihr auch so immer einzelne Stiele kaufen. Und das finde ich auch zu Weihnachten immer eigentlich sehr, sehr schön. Oder man hat sie sogar im Garten. Die wachsen auch super gut im Garten. Das packen wir jetzt hier mal rein. Der kommt dann so ein bisschen mittig. Also ruhig so ein bisschen unterschiedlich arbeiten. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen weiter. Arbeite noch mal so ein bisschen mit den grünen Sorten. Stecke noch so ein bisschen verschiedene Sorten rein. Und dann geht es gleich ans Dekorieren. Ja, und ihr seht, ich bin jetzt schon mal angefangen, wo ich jetzt diese Unterlage so richtig schön mit Natur pur ausgesteckt habe, bin ich schon mal angefangen, die Kerzen drauf zu kleben. Da solltet ihr natürlich auf jeden Fall solche Halterungen drunter machen, damit es wirklich keine, oder damit es wirklich nicht beim Abbrennen irgendwie nochmal zu was Schlimmerem kommen kann. So, jetzt habe ich einfach mal hier so ein bisschen Platz gelassen und freigelassen, nachdem ich hier alles so schön vollgesteckt habe. Und was heißt so vollgesteckt? So viel ist es gar nicht geworden. Es sind einfach nur so ein paar Zweige, die ich einfach rundherum angelegt habe oder einfach mal so ein bisschen schräg reingesteckt habe. So, jetzt möchte ich hier natürlich nochmal so ein Highlight reinsetzen. Da könnt ihr natürlich mal schauen, was ihr vom letzten Jahr so ein bisschen über habt. Vielleicht noch eine schöne Figur, vielleicht eine Laterne oder. Schaut da einfach mal nach. Ich habe zum Beispiel mir gedacht, weil Natur, da passt auf jeden Fall auch mal was Rostiges rein. Und nehmen jetzt einfach mal hier diese Tanne. Die müssen wir natürlich so ein bisschen feststecken, dass es auch richtig gut hält. Ja, hält es. So ein bisschen, aber ich muss sie ja noch mal so ein bisschen halten zwischendurch. Dann habe ich hier noch mal so zwei ganz süße Rostelche. Auch die sind wunderschön. Total niedlich. Die werde ich dann hier so ein bisschen davor platzieren. Einmal da. Ja, und dekorieren, wie gesagt, macht das, was euch gefällt. Man kann es auch schön in Rot arbeiten oder in hellem Grün. Sieht auch ganz schön aus. So, dann habe ich hier noch eine Schleife, die habe ich mir schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich dachte, die stecken wir hier vorne mal so ein bisschen rein, lassen das mal so ein bisschen rausgucken. Und natürlich mein geliebtes Werkstoff, die Rinde, die darf ich nicht vergessen. Die klebe ich jetzt auch einfach nochmal hier überall so ein bisschen dazwischen. Sollte schön trocken sein, dann kann man die auch super gut aufkleben. Und wenn die Kerzen jetzt noch mal so ein bisschen schief erscheinen, dann kann man das auch noch immer, wenn man es auf den Tisch gestellt hat, so ein bisschen mit Moos unterfüttern, so wie ich das hier jetzt auch mache, dann hält das immer ganz gut. Ne? Einfach richtig fest runterstopfen, dann steht das eigentlich immer ziemlich gerade. Aber das schaue ich mir nachher auch mal an, wenn es richtig steht. So, was habe ich noch? Einen kleinen süßen Schlitten. Auch natürlich
aus Holz. Das passt besonders gut dann in diese Dekoration rein, den so ein bisschen schräg runterkleben. Dann habe ich hier noch so einen kleinen niedlichen Schneemann. Auch der kommt hier vorne noch so ein bisschen hin. Birkensterne. Also ihr seht, hier ist jetzt wirklich alles nur in Natur gearbeitet. Den kleben wir nochmal hier vorne so ein bisschen hin. Dann habe ich hier noch Zweige, die ich mir hier am Ende noch abgeschnitten habe. Auch die werden noch so ein bisschen verarbeitet. Einfach so ein bisschen schräg rüberkleben. Ne? Das sieht eigentlich auch mal nett aus. Dann habe ich hier noch ein paar Schoten. Auch die kommen hier an die Kerze ran. Was haben wir hier noch Schönes? Natürlich Zapfen, die schönen Fichtenzapfen. Die nicht zu vergessen, die können wir hier hinten auch noch mal so ein bisschen in der Höhe reinkleben. So, das müssen wir gleich auch noch mal so ein bisschen hinterstopfen. Da wird dann einfach ein bisschen Moos rangepackt, so wie hier zum Beispiel dieses Polstermoos. Das stecke ich jetzt einfach so ein bisschen hier hinter. Das hält dann auf jeden Fall so ein bisschen besser. Auch hier zack, zack, zack. Ich will es ja immer schnell machen, damit wir auch schnell was fertig haben. So, ah, jetzt hält es aber super gut. Klasse. Was haben wir hier denn? Ja, das habe ich vorhin noch beim Rausgehen aus dem Gartencenter mitgenommen. Hier haben wir noch so ein bisschen von der Deko-Pinienrinde. Auch die lege ich da ein bisschen zwischen, weil die auch so ein bisschen dunkler ist. Dann hier nochmal Silbermoos. Das packen wir hier mal ein bisschen mit hin. Und ein bisschen auf die andere Seite. Hier sind noch ein paar Schier. Ich vergesse ja ganz oft auch ganz viele Sachen. Dann habe ich mir ganz viel zurechtgelegt, was ich reinarbeiten will. Und dann habe ich es natürlich wieder vergessen. Am Ende denke ich mir, oh nee, das wolltest du noch zeigen und dies wolltest du noch zeigen. So, jetzt könnte man natürlich auch noch mal so ein bisschen von den Kugeln nehmen. Die klebe ich hier einfach noch mal drauf. Und dann habe ich noch eine. Die kommt hier auf die andere Seite. Ein Zapfen noch und dann haben wir es, glaube ich, auch schon ganz nett dekoriert. Hier muss ich noch mal so ein bisschen nachhelfen bei den Elchen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung. Aber ja, sie halten. So, machen wir hier noch mal einen Zapfen hin. Ein bisschen was, wenn ich denke, hier fehlt auch noch was. Ist immer ganz schwierig, wenn man so ein bisschen seitenverkehrt arbeitet, aber es klappt, es klappt, es klappt. So, erstmal diese ganzen Fäden hier entfernen von der Messing-Pistole. Ich mache euch jetzt mal so ein bisschen Platz, damit ihr es auch so richtig schön bestauen könnt. Und fertig ist eine schöne Tischdekoration, noch früh genug zum ersten Advent. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alle einen schönen ersten Advent. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Eure Annehilde.